Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und vor ungefähr 2 Jahren erschien die Memento Mori von Feuerschwanz, wo sich das Lied Untot im Drachenboot drauf befand oder drauf befindet. Und dazu hat Feuerschwanz ja auch ein Video rausgebracht. Und jetzt gibt es ein neues Video zu dem Lied, eine Live-Aufnahme, Official Live. Das Ganze über Napalm Records erschienen und wir schauen und hören da jetzt mal rein. Ich trinke meinen Kaffee dabei und gebe meinen Senf dazu. In diesem Sinne würde ich sagen, Cheers, los geht das. Okay, wir wissen jetzt auch, wo es ist. Es ist auf Wacken. Und alle Stimmen. Ja, schon voll da. Ich war noch nie auf Wacken. Ich glaube auch nicht, dass ich hin möchte, weil es mir da zu voll ist. Aber es sieht schon geil aus. Drachen aus Holz und Segen, Krieger, wild und verwegen, Ballhall wartet auf jeden. Ja, der Mix aus 16 zu 9 und 4 zu 3 finde ich schon gut. Ich habe überlegt, wie ich Feuerschwanz damals gesehen habe, als sie ihr erstes und zweites Album rausgebracht haben. Da war es doch nicht so voll. Ja, ist schon eine gute Stimmung da. Ein Schild mit Johanna, ich bin ein Kind von dir. Ja, viel kennt man ja, da muss ich jetzt nicht drüber reden, aber es ist trotzdem gut, es macht schon Spaß. Schon so ein Lied, das passt halt super vor so einem Wackenpublikum. Die Leute wollen feiern, die Leute sind den ganzen Tag schon da. Ich keine Ahnung, also jetzt schon dunkel, 10, 11 Uhr sein, weil es ist ja mitten im Sommer. Also, da ist schon Party angesagt. Ich muss sagen, der Sound ist für einen Live-Mitschnitt mega gut, aber ist halt Wacken, ist halt kein kleines Festival. So. Ist jetzt nicht so ein Winterhof-Festival. Na, vielleicht kennt ja jemand, der noch gerade vorne irgendwie in der Menge drin steht. Ich dachte, ich habe gerade jemanden erkannt, bin mir aber da nicht sicher. Vielleicht war es, vielleicht war es nicht. Ja, ich find's schon cool. Ja, Feuerschwanz live beim Wacken und Tod im Drachenboot. Die Endcard müssen wir jetzt nicht noch hören. Ja, geil. Hat mir gefallen. Auch wie sie es gespielt haben. Auch Publikum war auch mega. Das ist abgegangen. Ich stehe auf Live-Aufnahmen. Ich stehe auf diese, wenn, finde ich einfach irgendwie immer angenehmer als ein Video sich so anzugucken, weil live, da kommt die Atmosphäre rüber. Da sieht man, wie eine Band beim Publikum ankommt. Und dieser Mix hier aus 16 zu 9 und 4 zu 3 war schon cool. Dann immer auch diese Schwenker, ja klar, Wacken, ne? Die haben halt die Technik dafür. Entschuldigung. Ja,
Aber da musste ich eben nochmal dran denken, wie ich Feuerschwanz damals live gesehen habe, das ein oder andere Mal vor winzig kleinem Publikum oder so als Vorband und all so Sachen. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich habe sie damals ein paar Mal gesehen. Relativ oft. So, aber es war so die Zeit, wo ich halt auch noch in der Szene aktiv war, mehr oder weniger. Und ja, da sieht man halt so eine Band öfters mal. Und ich muss sagen, so auf kleinen Bühnen gefallen mir die Bands eigentlich immer besser als auf großen Bühnen. Ist aber halt für so ein Video jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber ich muss sagen, Feuerschwanz hat sich entwickelt. Mir persönlich gefallen die alten Sachen besser bei Feuerschwanz. Es kracht zwar nicht so sehr, aber es ist irgendwie lustiger. Die neuen Sachen sind halt mehr rockiger, krachiger. Eine Band darf sich entwickeln, meine Güte. Wer bin ich, was für eine Band entscheiden zu dürfen? Ich habe auch die neuen Alben von denen, habe ich mir mal wieder geholt, weil ich hatte vorher schon so echt lange aus den Augen verloren. Aber dann durch diese Cover-CD von denen, da hatte ich sie wieder auf dem Schirm. Dann habe ich mir wieder die alten Sachen so mal geholt. Ja, im Angebot, im Saturn oder im Mediamarkt, ich weiß es nicht mehr, aber hey, ich habe sie mir geholt. weil, wenn man sie dann so sieht für, weiß ich nicht, 5, 6 Euro, habe ich zugeschlagen. Die alten Sachen habe ich auch damals bei den Konzerten gekauft. Ich habe irgendwo ein T-Shirt von denen, ein uraltes Shirt. Also von Feuerschwanz. Das gibt es so gar nicht mehr, auch mit dem alten Aufdruck. Ich blende das mal hier ein, wenn ich das finden sollte. Ja, also wenn ich ein Bild davon finden sollte. Oder ich fotografiere das nochmal, ist ja auch egal. So, ja, es bleibt mir dazu noch zu sagen. Feuerschwanz Untot im Drachenboot, das Lied ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt. Also das Album ist zumindest 2 Jahre alt. Das Video ist vor ungefähr einem Jahr erschienen oder so dazu. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Jetzt der Live-Mitschnitt von Wacken. War cool, hat mir gefallen, muss ich sagen. Macht Laune. Und was soll ich noch sagen? Habt einen geilen Tag. Metal ist geil und Krieg ist scheiße.